Und einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Gleich geht's los mit unserem kleinen Hearthstone-Stream heute. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mache. Es wird vielleicht etwas kürzer, ich weiß nicht. Könnte es durchaus sein, dass ich heute Abend noch gestört werde, sozusagen. Und dann nicht machen kann. Ich warte noch kurz, bis mein eigener Stick sie geladen hat. Ich hoffe, der Stream funktioniert jetzt. Der Chat meine ich. Und ja. Gut, heute Pelinski-Schamane mal. Der sieht so aus. Zeige ich euch jetzt hier mal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht überdeckt. Nein. Oh, super. Also ihr seht hier die Pelinski-Schamanen. Liste und ich habe die ein bisschen umgeändert und wir gucken einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Die Umänderung, das habe ich gerne. Ich muss mal kurz gucken. So kann ich es gar nicht sehen. Okay, Moment, ich muss doch mal zurück in meine eigenen Deckliste. Ich habe den Totemiker der Tuska rausgenommen und den, wie heißt denn das Vieh? Für ihre Brandwarenzerstörer ist er, glaube ich. Genau, der Brandwarenzerstörer, den habe ich auch rausgenommen. Und den Schredder. Und ich habe dafür reingemacht Imbissbuden, Tuska und Bronzebart. Und ich habe zwei Doomsayer reingemacht. Das ist ein bisschen mehr Late Game ausgerichtet. Kann sein, ich jetzt übelst auf die Schnauze kriege. Aber scheiß drauf, wir mal versuchen jetzt. Wer mich gerne verlieren sehen will, hat jetzt wahrscheinlich die ultimative Chance. Ich fange einfach mal mit der Mod-Version an und wenn die nicht funktioniert, dann spielen wir nochmal die Originalversion. Dann gucken wir mal nochmal, welche Karten funktioniert haben und welche nicht. Und ich sehe, ich habe einen Zuschauer, das freut mich natürlich sehr. Also hallo lieber Zuschauer, du bist doch herzlich eingeladen, gerne was reinzuschreiben in den Chat, wenn du magst. Ich bin auch mal gespannt, wer überhaupt reinguckt und wer nicht. Ob es der Dr. Obere ist diesmal oder vielleicht wieder der Storm, der beim letzten Mal so ein geheimer Zuschauer war. Okay, ein Hexenmeister. Das ist meistens kein sonderlich gutes Matchup. Gewittersturm. Ich glaube, ich will gar nichts davon behalten. Schwierig. Was habe ich denn noch drin? Ich habe nur die 100 drin, glaube ich. Was ist denn in dieser Deckliste? Ich muss selbst mal nachgucken. Das ist ganz schön schwierig mit Decklisten. Ich meine, manche Decks spielst du ja so lange, da weißt du einfach noch alles, was drin ist. Ah, Totem-Golem und so ein Zeug. Ja, das habe ich lieber drin. Okay, wir machen es mal so. Und ich hoffe, ich sehe, falls. Ich hoffe, der Chat hat jetzt nicht schon wieder eine Macke. Es ist ein Zoo. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das tollste Matchup. Ich will mal den. Die Frage ist, knall ich den einfach weg? Ja. Ich knall den jetzt einfach mal weg. Und jetzt könnte er einen Knife Juggler haben, dann habe ich Pech. Aber ich will nicht, dass er irgendwie hier auf in die Schlachtmarter hier Abuse of Sergeant spielen kann. Dann habe ich vielleicht ein Problem. Jetzt denkt er vielleicht, ich bin Aggro und haut seine Ressourcen raus. Mal gucken. Okay, es gehört ab. Okay. Kann sich irgendein Dreier-Drop discoveren. Es war jetzt ein riskantes Spiel, natürlich den Juggler zu killen, aber ich weiß nicht genau, was für Decklisten das jetzt ist. Und dann ist immer die Frage, was macht man. Ich trail jetzt mal ein bisschen rum hier. Bis, dass ich echt kein Folgespiel gerade habe. Das ist natürlich nicht cool. Das ist dafür ganz cool. Okay, dann gehe ich jetzt fest. Die
was, weil ich im nächsten Zug mal okay, macht nichts. Hat er jetzt was? Hat ein Ei, okay. Hat er also was in seinem Blut, Ei zu poppen? Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Ich würde ja gerne anziehen, aber auf der anderen Seite, wenn er zu viel Value aus dem Ei bekommt, habe ich auch ein Problem. Ich könnte jetzt auch einfach das Ei attackieren. Die wegknallen. Ja, eine Möglichkeit. Nächste Runde dann den dicken. Habe ich jetzt Trade, verliere ich ganz schön viel Tempo, ist ja eine Sache. Schwierig. Ich frage mich. Ich könnte jetzt auch die mit zwei wegknallen. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich glaube, ich mache es einfach mal so. Und so. Und dann, ich will ein bisschen Schaden mitnehmen. Na, mal gucken, was er jetzt gezogen hat. Implosion? Darkbomb? Ja, die wichtige Explosion. So eine scheiß OP-Karte. Und der kriegt natürlich die 4. Das ist irgendwie absurd, aber das muss gut sein. Okay, ich spiel den jetzt einfach und geh weiter Face. Ich kann mir ja genug unter Druck setzen. Okay, jetzt Power Overwhelm. Juggler, hat er jetzt nochmal Implosion? Ja, das ist lächerlich. Und hat er nochmal viel Schaden? 3 Schaden. Ja, das ist so dumm. So dumm dieses Spiel, so dumm. Schon wieder so viel Lack. Das ist schon wieder so unfassbar dumm. Das ist mich schon wieder total abfuckt eigentlich. So dumm. Und irgendwie fehlt mir gefühlt immer ein Mana grad. Ärgerlich. Okay, wir müssen mal so. Ich könnte jetzt eigentlich zwei Karten ziehen, aber ich will noch mehr Board aufbauen, ehrlich gesagt. Mal so. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, bestimmt sein ganzes Viehzeug pimpen. Dr. Boom. Ja, nein, ist klar. So Lack. So viel Lack. Unglaublich. Was ist mein Dr. Boom? Genau. Achso, ja, stimmt, der denkt ja, ich bin. Na cool, Akku kann ich ja eigentlich nicht mehr sein, offenkundig. Denke ich mal so. Okay, es ist okay. Und dann so. Ja, jetzt fehlt mir so ein bisschen Restburst irgendwie. Ich habe jetzt auch sehr aggro gespielt. Dummerweise musste natürlich jetzt auch jeden Scheiß noch topdecken. Und zweimal Implosion, das ist. Nee. Dumm, 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 dumm. So viel Glück. Unglaublich. Ich frage mich ab. Ich bin froh, wenn diese beschissene Karte wieder aus dem Spiel ist. Das ist einfach dumm. Also 4 Schaden und dann 4 1-1er. Das ist lächerlich. Das war ja schon immer. Keine Schnell muss gar nicht früh genug kommen, dass all diese völligen OP-Karten, die viel zu wenig kosten, würden das, was sie machen. Das ist. Ja. Wenn Implosion 2 Schaden macht, das ist eine schlechte Karte, aber. Die viel Schaden macht. Ja, was ist denn jetzt noch? Okay, einer von diesen Wachen ist weg. Dummerweise habe ich jetzt einfach nichts mehr. Das ist so ein großes Problem. Yeah. Ja, wenigstens die Wachen.
natürlich. Die Bombe macht natürlich auch viel Schaden. Das ist klar. Ein Fehler. Dummerweise habe ich jetzt einfach nichts. Ich glaube, ich will jetzt einfach zwei Karten ziehen. Toll. Was für ein Shit. Ja, wahrscheinlich verliere ich jetzt. So viel Luck. Ich muss nur die Orben so treffen. Also die Kombination ist wieder total scheiße. Ärgerlich. Ich habe natürlich meinen Dr. Boom auch nicht gezogen. Warum auch? Warum auch? Ich hatte 11 Damage. Ganz scheiß Spiel nicht mehr gewinnen. Ist alles zu spät jetzt. Alles zu spät. Nichts mehr, ist nichts mehr. Oh, da. Dieses Kackspiel. Zum Kurzen. Habe ich schon keinen Bock mehr wieder. Das ist einfach nur nervig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mein Scheiß ist gewesen. Tot. Da gehe ich dann wieder flöten. Ja. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gewinnen können am Ende. Also, pfff. Nicht. Dass jetzt so alles vorauszuahnen, was jetzt gespielt hätte, halte ich auch für unrealistisch irgendwie. Muss natürlich auch noch den Scheiß Dr. Boom spielen. Das ist der ganze Rotz. Ich spiel jetzt mal die Deckliste. Oder ich gebe dem Deck jetzt noch eine Chance. Ich treffe mich ja nicht auf den Zoom. Das ist natürlich der erste. Wenn ich einmal Schamane auspacke, muss ich auch gleich auf den Hexenmeister treffen. Das ist typisch. Ich treffe sonst einfach nie auf Hexenmeister. Nur wenn ich Schamane oder auch mal ein Tempo-Mage. Gut, dann kommt auch ein Hexenmeister. Noch ein Hexenmeister. Das ist so verarscht irgendwie. Das ist so eure Seele wird mir gehören. Eure Zeit ist gekommen. Blöd. Ich habe eigentlich viel Early Game, aber. Also nicht. Die Wildgeister. Ich behalte sie jetzt, weil sonst habe ich echt gar nichts. Doomsayer. Ein goldener Hexenmeister. Okay. Ah, ich habe das Deck ja nochmal gewählt. Ah, da weiß ich ja, was drin ist. Ich habe gerade drüber nachgedacht und mir ist gleich total verdattet, dass. Ja, und so weiter. Okay, ich will mal den zuerst. Wenn wir ihn jetzt eh haben, benutzen wir ihn auch gleich. Sonst hätte ich jetzt, glaube ich, nur ein Totem erstmal gespielt. Aber es ist. Klar. Was sonst? Okay, könnt jetzt Full Face gehen. Ja, komm, ich gehe jetzt Full Face. Ich weiß, ihr legt euch die Dupe-Sale-Spiele. Ich habe jetzt die 2 Wildgeister, also. Kann ich auch was probieren. Vielleicht kann ich ihn erstmal runterrushen. Mal gucken. Vielleicht hat er jetzt auch einen möglichen Shot für was. Okay, er spielt gar nichts. Das heißt, er wird wohl. Hellfire haben. Nehme ich aber mal stark an. Ich könnte ihm jetzt 9 Schaden zufügen. Er hätte noch 16 Leben. Ich denke, das mache ich auch. Ja. Ich rush ihn jetzt runter, dann wird er jetzt Hellfire wohl spielen.
gezackt. Wenn er sonst nichts kriegt, muss er auch echt OP-Karten. Dann schmeißt jetzt einfach mal den Doomsayer. Einfach was passiert. Wenn ich Glück habe, kann er jetzt nicht töten, weil ich Pech habe, kann er es. Ich kann es aber auch nicht ändern. Vielleicht hat er jetzt eine Eule. Ich hasse dieses Spiel. Das ist einfach lächerlich. Wie können die Leute immer so viel Glück haben? Dass sie wirklich jeden Scheiß haben. What the fuck? Oh mein Gott. Ja, ich denke, ich will den spielen. Um mal zu gucken, was ich habe. Ich habe so Pokémon. Das ist natürlich das Schlechteste, was ich jetzt hätte bekommen können. Ich hasse dieses Spiel manchmal einfach nur. Es ist schon wieder so dumm. So dumm. Ja, klar, hat er noch eine Dark Bomb. Hat er natürlich auch noch, ja. Das ist Dreadsteed. Fuck you, game. Das kann ich nicht ernst nehmen. Für diesen Scheiß jetzt auch noch hat. Okay. Dummerweise habe ich auch nichts zum Silence jetzt. Ehrlich gesagt, bin ich auf Dreadsteed auch noch nie getroffen. In der Leiter? Nie bin ich auf Dreadsteed getroffen. Ja, irgendwo habe ich auch keinen Airchock drin, weil dann ist der Airchock, hat er nicht mehr so viele Ziele. Also, ich fand den immer so semi-nützlich. Mike ist halt manchmal so in den Schredder so gut. Klar, zieh einfach alles, was du brauchst. Okay, ich habe 8 Mana. Also knall ich den weg. Das ist eine Verschwendung, aber knall ich den jetzt auch weg? Okay. Ich könnte jetzt natürlich. Ich hätte den hexen sollen, aber dummerweise. Die Frage, mache ich lieber das Tempo-Spiel oder nicht? Jetzt gehe ich erstmal lieber auf Tempo, ehrlich gesagt. Und vielleicht habe ich nächste Woche nochmal die Chance, den zu hexen. Das ist nicht der Ernst, oder? Okay. Dann machen wir es jetzt so, ist er wenigstens weg. Hätte zwar einen Spotter, aber er ist wenigstens weg, erstmal. Ich habe meine Freunde. Das ist. Nicht so ernst? Irgendwie hasst man doch dann das Spiel irgendwann. Ne? Weil das einfach so dumm ist, wie jeder alles hat. Und ich habe keinen scheiß Rubel bisher gezogen wieder. Kein Gewitter, keine Gitter, komm schon, irgendwas, nichts. Es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm, 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 dumm. Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, weil das so bescheuert ist. So. Den Hexenorder weg. Und vielleicht kann ich der nächste Runde so viel ziehen, wie er auf der Hand hat, keine Ahnung. Ich ziehe auch kein AOI, nichts. Jetzt habe ich beide Hex rausgeknallt für die Dreadsteeds, damit er hoffentlich keine Synergien mehr großartig hat. Aber es ist zum Kotzen. So, was kommt jetzt? Okay, ich kann es auch gar nicht sehen, ist auch was. 1, 2, aber was Sinnvolles? Nicht wirklich. Ich kann meine eigenen Erdnüsse spielen, aber so richtig toll ist das jetzt auch nicht irgendwie. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Card Draw. Naja, wenn ich die jetzt spiele, kann ich zumindest noch 2 oder 3 Karten ziehen. Ah, zu spät kommst du schon wieder. Zu spät. Ah, das Gewitter. Auch ein bisschen zu spät irgendwie. Ich
Ich bin nicht happy, Junge. Nicht happy. Mal gucken, was er jetzt hat. Ich habe große Pläne. Okay, bleibt nur eins. Seriously? Das wird's auch brillant. Ich mach jetzt mal so. Ich hasse dieses Spiel. So viel Lack haben sie alle. So viel Lack. Wow. Okay, dann machen wir so, weil ich keinen Bock habe, dass er das Wort bekommt. Noch eine Eule wird er wohl hoffentlich jetzt nicht haben. Zieht. Und beendet dann hoffentlich seinen Zug. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir einen Intermittent-Stopfen. Toll. Okay. So, mal gucken, was jetzt kommt. Es scheint ja wohl so ein Reno. Siphon. Klar. Schreib mich nicht so an! Ich liebe es. Ich liebe es. Ich bringe Leben. Ja, das Druck ist wieder auf den Ausüben. Wahrscheinlich schmeißt jetzt Reno Jackson hinterher. Was sonst? Und ich bin dann irgendwann, hab dann irgendwann keine Ressourcen mehr einfach. Weil er all sein Zeug gezogen hat. Wie sie es alle immer tun. Ich liebe es. Oh Gott, Schaman ist so unspielbar im Moment irgendwie. Gefühlt. Ist auch nicht. Schrecklich. So, was hat man jetzt? Space? Nein, etwas. Okay, will ich jetzt Elemental Destruction haben? Könnte ich jetzt eigentlich machen. Machen wir es. Wow. Es ist. Na. Soll jetzt nichts mehr zu. Okay. Ach, er hat ja noch einen Helfer. Ja. Jetzt hab ich das noch vergessen. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Heilung rein. Nö. Warum auch? Jetzt habe ich 8 Überladungen, ist echt eine Menge. Nehmen an, er wird jetzt Helfer, ja. Unter Druck steht er dazu. Oder er spielt Reno Jackson. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn der Tod ist, richtig so viele Möglichkeiten. Ich komme okay. Aus der Lehre. Mein Schild für Argus. Toll. Auch wundervoll. Herrlich. Okay, was wird er noch haben? Ich kann es mir vorstellen. Natürlich, jetzt hätte noch 4 Leben übrig. Alexander stirbt aber sowieso. Ich werde um euch trauern. Wahrscheinlich hat er noch mal Garnes in der Hinterhand. Ich habe aber keine Lust, dass man gar nichts angreifen kann. Auf der anderen Seite könnt ihr auch Hellfire machen. Ich werde um euch tanzen. Ach, Jurexus. Erinnerung der brennenden Legion. Okay. Da ist mal gar nichts. Soll ich natürlich nicht in den zu töten? Ich kann mit JH keine mehr. Pilosos noch jetzt nicht mehr. Gucken zu ziehen. Ich habe keine Karten mehr. Das ist richtige Scheiße jetzt.
Wie viel Angriff hat er? Ich 14, 16, 18. Oh, fuck. Okay. Ich ist der tot. Aha. Shadow Flame könnte er noch haben. Kaufen oder verkaufen? Ah, der ist Lethal. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mir gar nichts nicht töten kann, weil ich einfach nichts mehr habe. Wahnsinn. Ich habe echt Rubin für den blöden Bronze, dass ich absolut keine Verwendung mehr gehabt. Das kommt auch quasi nie vor. Ja, die Runde ist verloren. Herrlich. Es ist zum Kotzen. Brauche ich nur Power Overwhelming draufhauen. Hat er gewonnen. Anscheinend treffe ich nur Hexenmeister. Das macht also auch nicht viel Sinn, diesen Schamanen hier zu spielen anscheinend. Das Matchmaking war schon mal großartig. Ich habe einen ganz tollen Account, was das angeht. Was für ein Ich hätte die Drills jetzt nicht hexen sollen, aber normalerweise hatten die Gegner immer all die Synergien schon dazu. Also dachte ich einmal, ich versuch's und diese Runde wieder. Es ist zum Kotzen. Ich hasse dieses Spiel einfach nur. Es ist wirklich einfach geil. Es macht aber eigentlich keinen Spaß. Nur Scheiße den ganzen Tag. Nur Scheiße. Tja, was mache ich jetzt? Mein Laune ist schon im Keller, definitiv. Wer hat auch schon Lust, den ganzen Tag in diesem Scheißspiel zu verlieren? Ich werde, wenn ich das Spiel drücke, auf den Druiden, das ist das Problem. Oder auf irgendwas anderes. Aber egal, gehen wir jetzt mal auf Rang 12. Ne? Ich mag ja Rang 12 so. Ich weiß ja eh, dass ein Fehler ist. Aber so jetzt. Schade. Ich glaube, das Deck ist ganz okay. Ich habe wahrscheinlich einfach ein paar Fehler auch gemacht im letzten Spiel, aber naja. Wie gesagt, sonst haben sie mir ihr ganzes Zeug und dann zieht er anscheinend erst den Riven, der als drittletzte Karte oder so. Ja, schön. Das, ich hatte aber auch keinen Bock, dass er ewig traden kann. Wenn diese verstummten Dreads jetzt die ganze Zeit drauf sind, dann ist es auch leider. Auf der Hut. Okay, die kann auf jeden Fall weg. Einer davon kann auf jeden Fall auch weg. Behalte ich eins für den Mini-Bot. Ich denke, eins kann ich behalten. Eins. Ich weiß nicht, ob es klug ist, aber ich versuch's mal. Was soll's. Mal gucken, was wir für eine erwischen. Okay, man hat da in Teil 1 noch nichts. Das ist sicherlich so gut. Okay. Mal überlegen. Ich könnte jetzt hier, ich glaube, er wird wahrscheinlich so ein Geheimnis spielen. Also ist vielleicht clever, wenn ich jetzt das Ding wegknalle. Nächste Runde kommt nämlich vielleicht die Musterung. Und dann wird es wahrscheinlich sehr nervig, wenn die erstmal da ist.
Glaube ich, meinte einfach so. Ich spiele einfach mal einen frühen Krieg. Gut, nehmen den zum Traden und dann gucken wir einfach mal, was jetzt passiert. 6-6er Krieg ist jetzt gar nicht schlecht. Mr. Minibot. Dumm ist natürlich, dass ich jetzt nicht zum Kombon habe. Das ist definitiv ein Problem. Ich glaube, ich sollte mit mir selbst angreifen, vorsichtshalber. Hey! E 135. You require my assistance? Das freut mich ja. Ich glaube, dir gefällt der Stream. Okay, so, das haben wir uns schon gedacht, dass er das haben wird. Blöd, was mache ich jetzt? Können jetzt die Waffe grillen, drin, und ihn dann weggrillen. Zug 4 könnte nämlich. Ich versuche das jetzt, ich spiele es jetzt sehr riskant, Mann. Ja, gucken wir mal. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber wenn er Blessing of Kings hat, könnte er einfach so wegtraden. Das wäre auch blöd. Schredder. Okay. Sprint. Das ist natürlich nicht so gut. Ich spiele jetzt einfach als Tempo-Play, denke ich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich denke, ich spiele so als Tempo-Play und wir gucken mal. Könnte natürlich sein, dass Blessings hat, dann. Bleibt von Blessings, nehme ich an. Oh, ein Geheimnis. Okay. Okay, der Transformation ist klar. Achso. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich denke, ich greife trotzdem so an. Okay. Ich denke, ich spiele jetzt ihn einfach um zur Seite. Okay, ich kriege jetzt alle plus 1 plus 1. Wahrscheinlich. Doch nicht. Dann hat er sich Avenge liegen. Wer ich bin, geht euch nichts an. Der Mysterious Challenger, ja, den nehmen wir alle. Okay, muss er über Trader. Okay, gut. Gut, natürlich Face, ist klar. So, Moment, wenn ich jetzt den spiele. 4, 6 reicht nicht. Okay, ich muss also selbst angreifen. Genau. Los geht's. Dann so. Jetzt kriegt er seine Schadenspunkte drauf, aber es ist halt so. Aber er dürfte ja keine Heilung haben. Also sollte sie mir auch ansonsten nichts nützen. Ich will auf jeden Fall meine Restscheine jetzt nutzen irgendwie. Also machen wir jetzt so und. Yes! What? Die Gerechtigkeit oh, der Sieg gehört euch. Oh, er hat aufgegeben. Oh Mist, ich hab das selber vergessen, dass ich noch keine Karte gespielt habe. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Also gut, der hatte eh keine Heilung, das ist so eine Werte gewesen, wenn er echt so einen Challenger gezogen hätte, aber ja, habe ich mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Oh Mann. Ist mein Zuschauer wieder weg? Oh nein.
Immerhin haben wir eine Runde gewonnen. Aber er hat anscheinend kein Blessings. Jetzt kommt ich spiele nicht mehr Schamane und es kommen ich muss die Paladin und Druide. Seid auf der Hut. Okay, die kann, denke ich, weg. Die kann weg, denke ich mal. Und die behalte ich, falls es irgendwas Argo-mäßig ist, und die behalte ich, falls er dann Nasus hat. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Okay, lässt sich Zeit. Innerwelt und jetzt Nax Mars Schatten. Natürlich. Ja gut, ich kann ja eh nicht viel machen, also spiele ich jetzt einfach den aus. Und dann sehen wir, ob er... Der wird nicht traden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, muss ich vielleicht Darnassus oder Hero Power. Mal gucken. Elon, führe meine Lanze. Darnassus natürlich. Okay. Gut, dann mache ich nur noch dieses Match im Stream. Ich muss das Land bewachen. Ach, schade, dass ich das zum Schweigen bringen kann. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut. Los geht's. Oh, das mal so. Und so. Ich brauche jetzt eigentlich irgendwas mit Rabatt. Sieht mir wenig gut aus. Druid ist auch nicht wirklich ein tolles Matchup. Okay. So, mal gucken, was er discovered. So, jetzt wahrscheinlich Zaun. Genau. Der geht direkt auf den Kill. Oh. Natürlich face-face. Aber jetzt die Prep ganz gut. Das ist natürlich gut. Jetzt gucken wir mal, was wir kriegen. Nicht so, wie ich jetzt was anfangen kann. Vielleicht kommt jetzt so ein Urtumsviech. Oh Lord, das ist natürlich so gut. Es gibt schöneres als das. Hm.
tatsächlich der perfekte Zeitpunkt. Wahrscheinlich hat er jetzt auch alles, was er braucht. Oh, was war's? Das hat sie auch noch nicht gereicht. Obwohl die auch nicht so gut gewesen wäre. Was? Theoretisch hätte ich jetzt zwei Todesfürsten im Deck, aber die wollen wir nicht. Für Combo bräuchte es auch noch etwas mehr. Ich muss das Land bewachen. Okay, fertig jetzt. Ja, okay. Bitte nicht sagen, dass es trotzdem schon Combo hat. Spiel einfach Dr. Boom. Und dann muss ich einfach hoffen, dass er nicht kommen hat. Da ich aber auch jetzt nichts anderes gezogen habe, da hat es wahrscheinlich. Wo soll ich zuschlagen? Okay, Ansturm. Oh wow. Na klasse. Ja, das ist einfach ein schlechtes Matchup. Zwei Todesfürsten sind drin, keiner gezogen. Können wir noch nichts machen. Okay, dann war es das erstmal für heute und sehen wir uns morgen oder nachher noch. Mal gucken. Tschüss.